Die Wintersportler haben an den letzten Wochenenden die Pisten am Semmering regelrecht gestürmt. Unter ihnen befanden sich auch zahlreiche Familien, die die Hänge meist zum Rodeln nutzen wollten. Immer wieder kam es dabei mit den Security-Kräften zu verbalen Auseinandersetzungen, meist wegen der Nichteinhaltung von Anti-Corona-Bestimmungen. Auch der Verkehr kam ob des enormen Andrangs immer wieder zum Erliegen. Wir fragen den Bürgermeister der Gemeinde Semmering, Herrn Ingenieur Hermann Doppelreiter, wie er die Lage sieht. Naja, seit Weihnachten haben wir einen verstärkten Zustrom an Wintersportlern am Semmering zu verzeichnen. Es waren die Weihnachtsfeiertage von 25. bis 27., wo wir schon sehr, sehr viele Besucher da gehabt. Es ist so, dass zum Teil mehr Wanderer, Bobfahrer, Rodelfahrer, die halt auf irgendwelche Wiesen oder Böschungen strömen, fast mehr sind als Skifahrer und Rodelfahrer am Hirschenkogel. Unter der Woche ist es eher ruhiger. Am vergangenen Wochenende, Samstag, Sonntag, war der Zustrom wieder sehr, sehr stark. Vorwiegend Gäste aus dem Wiener Raum, aber der Semmering gilt ja als der Hausberg der Wiener. Und darum sind wir das auch gewohnt, dass die Gäste aus dem Wiener Raum auf den Semmering kommen. Also derzeit ist es so, dass Skifahrer und Rodelfahrer, die ein Online-Ticket von zu Hause schon mit haben, dass der Zustrom jetzt wirklich beginnt. Wir stehen da vor dem Ski- und Rodelverleih, da bildet sich so ein bisschen eine Schlange, das ist aber ganz klar und normal, weil ja im Geschäft die Covid-Bestimmungen beim Verleih aufrechterhalten werden müssen. Das heißt, die Bedienung dauert ganz einfach langsamer, dass die Bestimmungen eingehalten sind. Eigentlich bemüht man sich ja um die Gäste. Was ist leichter, die Gäste anlocken oder fernhalten? Ja, das ist ein bisschen ein Fluch und ein Segen, das nicht zu kommen. Wir sind eine Wintersportgemeinde, wir sind froh über jeden einzelnen Gast, wirklich über jeden Gast, der kommt. Dadurch, dass halt der Semmering von der Größe her überschaubar ist, dass die Parkplatzkapazitäten überschaubar sind, sind wir halt dann irgendwo einmal am Limit und damit ist auch mein Appell, wirklich nur zu kommen auf den Semmering, wenn man Online-Ticket vorweisen kann. Das heißt, wenn man das schon mit hat von daheim, es gibt meistens noch Kapazitäten, vor allem dann in den Nachmittag oder Abendstunden. Und ansonsten, wenn man schon in den Nachrichten, Verkehrsnachrichten hört, in den Landesnachrichten hört, dass die Kapazitäten ausgelastet sind, dass man vielleicht auch dann auf andere Gebiete im südlichen Niederösterreich ausweicht und nicht auf den Semmering strömt. Konnten Sie den Zauberberg als Bürgermeister in diesem Winter eigentlich schon genießen? Ich genieße den Zauberberg jeden Tag, weil ich da daheim bin. Natürlich, aber ich war bisher zweimal Skifahren für jeweils eine Stunde und das war heuer mein Wintersport. Aber ich bin sicher, dass es in den nächsten Tagen mal ausgeht, dass ich auch wieder auf den Hirschenkogel komme. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer mehrteiligen Strecke. Wie kann ich mein Immunsystem stärken in der kalten Jahreszeit? Wie wir letzte Woche schon gelernt haben, ist eine ausgewogene, vitaminreiche Ernährung unabdingbar für ein starkes Immunsystem. Doch was genauso wichtig ist, ist die sportliche Betätigung. Gerade jetzt, wo die Tage kürzer werden und es draußen immer kälter wird, sehnen wir uns nach unserem kuscheligen, warmen Zuhause. Durch die Aktivität, im Speziellen natürlich im Freien, bei frischem Sauerstoff, ist es einfach so, dass das Adrenalin, das ausgeschüttet wird, dazu führt, dass mehr Killerzellen im Körper produziert werden, die bewegen sich schneller und dadurch können sie viel bessere Immunabwehr leisten. Gerade für unser Immunsystem ist es aber so wichtig, Sport zu machen. Sport an der frischen Luft weckt nicht nur unseren ganzen Körper wieder auf, sondern hat noch unzählige andere Vorteile. Es ist der ganze Sauerstoff, es ist die Psychohygiene, die damit betrieben wird. Man kriegt einen Tapetenwechsel, man hat die Sonneneinstrahlung, die im Winter besonders wichtig ist, weil wir sonst nicht sehr viel Sonne bekommen. Das heißt, das Vitamin D, die ganzen Glückshormone, die ausgeschüttet werden, ist einfach ein essentieller Bestandteil für uns als Mensch. Wenn ich an der frischen Luft Sport mache, welche Sachen muss ich berücksichtigen? Ganz wichtig ist natürlich die richtige Bekleidung. Das heißt, man soll sie nicht zu warm anziehen, weil sonst fängt man schon vorher zum Schwitzen an. Wenn es draußen besonders kalt sein sollte, dann kann man sich auch zu Hause schon aufwärmen und mit leichterer Bekleidung loslaufen. Prinzipiell gilt, wenn du die ersten Schritte tust, muss es vom Gefühl her ein bisschen kühl sein. Ja, weil durch die Aktivität wärmt sich der Körper dann auf und dann passt es sehr gut. Für die meisten unter uns ist jedoch die Motivation etwas höher, wenn man in der Gruppe schwitzen kann oder wohin fahren muss, um aktiv zu werden. Welche Sportarten sind zu empfehlen, wenn man sein Immunsystem stärken möchte?
In dem Fall gilt eindeutig ein moderates Ausdauertraining, im Speziellen natürlich im Freien. Das kann jetzt ein Radfahren sein, das kann Laufen sein, das kann Nordic Walking sein. Wichtig ist, dass die Intensität nicht zu hoch ist, aber wenn es natürlich dementsprechend kalt ist, dann kann man das zu Hause natürlich auch machen mit einem normalen Krafttraining. Wie oft die Woche sollte man denn trainieren? Am besten regelmäßig, so 2-3 Mal die Woche. Das ist schon eine tolle Sache, wenn man das hinbekommt. Man muss es natürlich ein bisschen anpassen an den Alltag. Aber mir ist lieber ein Tag Training, ein Tag Pause, ein Tag Training, als dass man alles aufs Wochenende verschiebt und 2 Tage hintereinander dann zu viel Gas gibt. Für Menschen, die jetzt absolute Bewegungsmuffel sind, gibt es ja trotzdem noch andere Möglichkeiten, als alleine Sport zu treiben. Auf alle Fälle, man kann natürlich zu Hause arbeiten, mit sich selbst, mit seinem eigenen Körpergewicht, ohne Equipment, natürlich auch mit Equipment, mit Bällen, mit Matten. Da gibt es eine Bandbreite an unterschiedlichsten Übungen. Das wird einem jeder Personal Trainer natürlich sehr, sehr gerne erklären. Kann dauern von 15 Minuten bis hin zu 1,5 Stunden. Wie schaut es aus mit Gruppenkursen? Gruppenkurse werden zur Menge angeboten, also bis zu 4-mal täglich in sämtlichen Studios, auch bei uns. Und da bietet sich das natürlich an, dass man in der Gruppe schwitzt und im Winter ein bisschen gegenarbeitet. Ist natürlich auch motivierender in der Gruppe. Absolut. Die Leistung steigt natürlich, ja. Die Motivation ist viel, viel größer und danach schmeckt vielleicht der Glühwein auch ein bisschen besser. Sport ist Mord, zählt also auf gar keinen Fall. Schon 20 Minuten täglich reichen aus, um unseren Kreislauf in Schwung zu bringen und unsere Immunabwehr zu stärken. Ich wünsche euch ein fröhliches Schwitzen. Die Seher. Erleben Sie Österreichs erfolgreichste Mundartband live. Mit ihren größten Hits. Beim Brunalm Open Air 2021. Am Samstag, den 3. Juli, auf der Brunalm Veitsch in St. Barbara im Mürztal. Erleben Sie ein unvergessliches Konzert für die ganze Familie. Emotionen hautnah. Karten erhalten Sie in allen Reiker-Filialen, am Gemeindeamt St. Barbara und bei Ö-Ticket. Infos unter media-con.at. Wir freuen uns auf Sie.